Terra Pestem Teneto, Salus Hic Maneto. Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hennes Bender und neben mir sitzt der Sinclair-Autor Oliver Müller. Hallo. Ein abgefahrenes Pseudonym, Oliver Müller. Da hast du dir aber echt was ausgedacht, oder? Ja, ich wollte eigentlich immer ein anderes haben, aber ich habe mich dann doch für den sehr anonymen Namen Müller entschieden. Hattest du dir überlegt, dass du dich für Sinclair, dass du dir da ein Pseudonym, ein passendes überlegst? Nein, also für Sinclair wollte ich definitiv meinen richtigen Namen nehmen. Ja. So eitel war ich. Ja. Aber generell, als ich so angefangen habe zu schreiben, habe ich überlegt, wie könnte man sich nennen, so als Heftromanautor? Ja. Und mir schwebte so vor, Mortimer Gravestone. Aber habe ich mich von verabschiedet. Oh, da hätte man denken können, so, wo kommt der wohl her? Wo kommt der, aus welcher Stadt kommt Oliver Gravestone? Aber das wäre vielleicht doch ein bisschen dicke gewesen. Aber ich meine, Jason Dark, wissen wir ja auch alle, ist auch ein Pseudonym. Aber Oliver Müller, du kommst aus? Aus Marl. Aus Marl. Wer Marl nicht kennt, der hat nicht viel verpasst. Also der kennt, also Marl ist eine Stadt. Ich frage mich immer, ich komme ja aus Bochum, ich komme ja mitten aus dem Ruhrgebiet. Und ist Marl noch Ruhrgebiet oder ist es gerade noch so oder ist es so ein... Es ist noch Ruhrgebiet, die Grenze von Ruhrgebiet und Münsterland läuft direkt bei uns durch. Also wenn man hinten im Wald ist, dann auf einmal zack, Münsterland. Aber als ich damals mal besucht habe, das ist so ein Wortspiel, das bietet sich so ein bisschen an. Ne? Immer wenn ich an der, was ist das, die 43? 43, ja. 43 hochfahre Richtung Münster und sehe immer die Abfahrt, denke ich, darf ich sie mal sinsen? Da denke ich, ich bin da mal vorbeigefahren und habe mir mal den Marler Stern mal angeguckt, weil das ja so ein Mythos ist. Mal sieht man von Weitem auch in der Nacht, weil das, glaube ich, dieses große Chemie, dieser ja. Chemiepark auch ist, das leuchtet auch sehr. Aber dieser Marler Stern ist, das heißt jetzt, ich komme jetzt auf Sinclair. Viele denken jetzt, sag mal, Bender, was redest du denn eigentlich über irgendwelche Einkaufszentren? Als ich da den mal besucht habe, den Marler Stern, dieses legendäre Einkaufszentrum, da habe ich gedacht, hier könnte man auch guten Zombie-Film drehen, wenn er nicht schon gedreht worden wäre. Denn das war wirklich so eine Location für sowas. Ist sowas, hat sowas auch eine Inspiration für dich? Dein unmittelbares Umfeld, jetzt kommen wir wieder auf Marl als Stadt und Münsterland und ja, so. Weniger. Weniger? Weniger. Also ich lade dich aber gerne zum Shoppen ein und vielleicht drehen wir da auch den Zombie-Film dann vielleicht parallel. Vielleicht komm ich drauf zurück. Aber machen. Wie bist, und jetzt der Grund meiner Frage überhaupt, ja, ich bin ja auch ein bisschen investigativ unterwegs, wie bist du überhaupt zum Romanschreiben gekommen? Was hat dich geritten? Also geschrieben habe ich schon immer, quasi früh angefangen, auf dem Amiga 500. Mit einem Programm. Ich konnte gar nicht speichern. Das heißt, alles, was ich geschrieben habe, war eigentlich auch immer weg. Ich hatte auch keinen Drucker. Ich glaube, wir müssen den Leuten erstmal erklären, was das war, Amiga 500. Sowas wie ein C64. Von einer anderen Firma. Ja. Das heißt, du hattest, wann war das ungefähr? Welches Jahr? Das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Ach doch schon. Ich hätte jetzt so gedacht, so 88, 89. Nee, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Da hattest du natürlich auch ein Floppy-Disk-Werk. Ja. Natürlich, klar. Die großen Floppies. Nee, es gab schon 3,5 Zoll Disketten. Es gab schon Hard-Floppy. Ja. Ah, okay. Und dann hast du bestimmt auch ausgedruckt auf einem Nadeldrucker. Ich hatte keinen Drucker. Also es war wirklich weg, was ich geschrieben habe. Ich habe trotzdem fleißig geschrieben. Wie hast du es dann ausgedruckt? Bist du in den Copy-Center gegangen? Gar nicht eigentlich. Gar nicht? Okay. Ich habe für mich geschrieben quasi. Das ist so ein Trip in die Vergangenheit, wenn ich dran denke, dass Sir Jason immer noch auf seiner Schreibmaschine schreibt. Aber du schreibst mittlerweile nicht mehr auf deinem Amiga. Sondern nein, du wahrscheinlich ich habe ihn noch. Ich glaub, du hast ihn noch? Er wird aber nicht mehr angehen. Okay. Ich habe es Jahrzehnte nicht eingeschaltet. Aber ich könnte es mal probieren. Wäre interessant. Wäre interessant, was passiert. Ja, ein tolles Spiel auch dabei. Ja. Und was hast du geschrieben am Anfang? Am Anfang auch Grusel schon, weil ich habe da auch schon John Sinclair gelesen. Habe ich auch früh mit angefangen. Und dann habe ich so in die Richtung geschrieben. Ja, und dann irgendwann brach das so weg und dann habe ich wieder angefangen, als ich so entdeckt habe, es gibt kleine Verlage, die auch Kurzgeschichten suchen, als es dann Internet gab und man sowas entdecken konnte. Und da habe ich dann wieder angefangen zu schreiben, da auch Sachen hingeschickt und die wurden dann auch teilweise genommen und veröffentlicht. Und über das alte Bastei-Forum, kennen bestimmt auch noch viele, bin ich dann zu einer Online-Serie gekommen, Der Hüter hieß die, kennt heute keiner mehr, war so 2004, 2005. Und da waren zwei andere Sinclair-Autoren auch dabei, Oliver Fröhlich und Stefan Albertsen. Mhm. Die habe ich da schon kennengelernt. Ja, die Serie lief nicht so lange, aber von da, über die Kontakte, bin ich dann später über Oliver Fröhlich, der hat ja dann schon Romane veröffentlicht, bei Professor Zamora und später bei Madrax, bin ich dann zu Madrax gekommen, 2013. Da habe ich mit Oliver zusammen eingeschrieben. Und dann bin ich zu Zamora gekommen und dann wollte ich auch unbedingt zu Sinclair. Und dann habe ich immer so, hey Olli, wir haben doch schon mal so zusammen, kann ich nicht auch mal? Und ja, und dann habe ich mit Oliver, den ersten, den ich geschrieben habe, mit ihm zusammen, wir beide, zwei Ollis,
Ja, und dann durfte ich danach weiterschreiben, glücklicherweise. Das heißt, deinen ersten Single hast du zusammen, das war ein, wie hieß der? Der Weg ins entrückte Land. Ich habe mir mal die Titel aufgeschrieben, die der Sinclair-Roman, die du geschrieben hast. Der Weg ins entrückte Land, Schule des Grauens, Hexenasche, die Rückkehr des Königs. Du hast einen neuen noch in Arbeit, da kommen wir gleich drauf. Das sind jetzt nicht so diese richtig reißerischen Titel, ne? Wenn man so denkt, so... Ich habe ja so Lieblings-Sinclair-Titel hier, Liebe, die der Teufel schenkt und Schrei, wenn dich die Schatten fressen und auch sehr schön, Der Ghoul, der meinen Tod bestellte. So, guten Tag, ich hätte gern einmal. So, also diese ist der erste Roman, den ich gelesen habe. Doch, echt? Bis heute mein Favorit. Ich habe das Cover ausgedruckt und das hängt im Büro auf der Arbeit hinter meiner Kollegin. Normalerweise hat man seine Bilder ja so bei sich. Aber ich will da immer drauf gucken, deswegen hängt das hinter meiner Kollegin. Und alle, die reinkommen, sehen das so bei ihr. Und schauen so ein bisschen seltsam, wie das so zwischen ihre Landschaftsbilder passt und Hochzeitsfotos und so. Und da hängt dann der Ghoul an der Wand. Ich find's super. Das ist ein Cover, das vergisst man, glaube ich, nicht. Das, viele kennen es wahrscheinlich auch vom Hörspiel. Ist ja vor kurzem, glaube ich, erst erschienen, die Hörspieladaption. Das ist so schön, weil dieser Ghoul hält dann dieses Blatt Papier hin und auf dem Blatt Papier steht dann John Sinclair, aber in der Original-John-Sinclair-Schrift. Ja. Das finde ich so besonders toll, als ob dieser Ghoul sich jetzt einen Roman genommen hat und so wie man als Fan halt so die Schrift halt nachmacht. Warum ist dieser Roman, also das war der erste Roman, den du gelesen hast, wann war das noch, weißt du das noch? Da war ich auch in der Grundschule, war ich 9 oder 10, also 92, 93 um den Dreh. Okay, und warum war das der erste? Oder ich meine, das kann man im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr... Das war, glaube ich, Zufall. Also ich habe eine Schwester, die ist 12 Jahre älter und die hat natürlich dann schon länger Sinclair gelesen. Mit 9 liest man das nicht unbedingt. Aber ich fand die Cover schon immer toll. Ich war Comicleser als Kind natürlich. Mhm. Und dann habe ich die Cover interessiert. Und das war dann der, den ich mir mal rausgesucht habe. Und den habe ich dann gelesen. Hat auch zu Albträumen geführt. Und ich bin dann aber dabei geblieben. Du bist dann eingestiegen und hast du dann die Romane davor, hast du die dann nachträglich gelesen? Oder hast du die Hörspiele bemüht? Wie war das? Es waren damals erst die Romane. Die habe ich mal auf dem Trödelmarkt gekauft. Es gab so einen Händler bei uns in Mal, der war mal auf dem Trödel. Er hatte 2 Kisten an seinem Stand. Eine war John Sinclair, kostete 70 Pfennig. Ja. Und Professor Zamora in der Kiste daneben kostet 80 Pfennig. Ich weiß nicht warum, war aber teurer. Keine Ahnung, irgendwie. Und dann, da gab es ja auch schon über 1000 Hefte damals, müssen das gewesen sein, habe ich immer mir nur die Cover gemerkt, welche ich schon hatte und habe danach immer gekauft und oft auch doppelte dann. Also aber nicht nach den Zahlen, sondern nach den Covern? Nee, nach den Covern. Okay, wenn man noch nicht viele hat, funktioniert das auch ganz gut am Anfang. Aber wie hast du die Chronologie dann irgendwie hingekriegt? Ja, es war schwer. Man hat natürlich nicht immer alles gefunden und dann... habe ich immer die tiefste Nummer quasi gelesen, die ich dann wirklich hatte. Also es war querbeet durcheinander, bis man wirklich so viele hatte, dass man mal wirklich am Stück ganz was lesen konnte. Du hast dir das wie so ein Puzzle so zusammengestellt quasi. Ja, so kann man das und sagen. Und dann hast du irgendwann angefangen, auch Zamora zu lesen. Mhm, genau. Und bist in diese Fantasy-Horror-Grusel-Geschichte reingekommen. Ja. Es ist ja interessant, weil viele Sinclair-Autoren, also Leute, die jetzt für Sinclair schreiben, schreiben ja auch Madrax und Professor Zamora, unser lieber Freund Florian Hilleberg ja auch. Wie ist das, wie ist so dieser Weg dahin? Du hast das ja eben beschrieben, man kennt sich unter Autoren. Aber war das für dich, als du angefangen hast zu schreiben und hast gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht eine Option für mich auch beruflich, war das so das Ziel für dich, wenn du gesagt hast, wenn ich jetzt einen Sinclair-Roman geschrieben habe, dann kann eigentlich nicht mehr viel kommen danach? Also ist schwer zu toppen, Sinclair-Roman auf jeden Fall. Ja. Zamora war ich ja schon eher dabei, durch einen anderen Autorenkollegen, Manfred Rückert, mit dem ich bei einer kleinen Science-Fiction-Serie zusammengearbeitet habe. Und der hat mich dann ins Zamora-Team geholt als Autor. Wie würdest du jetzt den Unterschied beschreiben, wenn du für Zamora schreibst? Oder Madrax ist ja auch noch eine ganz, ganz andere Welt. Aber bei Zamora und Sinclair gibt es ja durchaus Schnittmengen. Ja. Und es gibt auch Crossovers, gerade neulich erst wieder. Wie würdest du, hast du einen anderen Ansatz bei Zamora? Ist das eher Fantasy oder ist Sinclair, ich habe die Frage, ich bin so, wer hat das früher noch gemacht? Gottschalk, glaube ich. Oder irgendjemand hat immer so die Fragen gestellt und die Antwort dabei selber. Ich bin jetzt gerade schön in diese Falle getappt. Also, was würdest du sagen, was der Unterschied ist zwischen Sinclair und Zamora? Sinclair fühlt sich tatsächlich irgendwie etwas bodenständiger an. Was, glaube ich, an den Figuren liegt, die rund um John sind. Also Bill so als Reporter oder Zuko auch als Inspektor. Und bei Zamora hat man ja dann Silbermond-Druiden und unsterbliche Wesen und der Teufel, der nicht mehr die Hölle regiert und viel menschlicher rüberkommt. Das ist irgendwie anders. Ähnlich, aber anders. Ich glaube, Sinclair ist ein bisschen familiärer, kann man das sagen, oder? So von der, vom Team her so ein bisschen? Ja, weil da viele von den
Freunden von John halt auch sehr oft dabei sind. Mhm. Und bei Zamora ist es dann ist mal der wieder eine Phase, dann der. Das wechselt immer so ein bisschen in diesem Potpourri an Figuren. Mhm. Und Sinclair ist also, wenn ich an Sinclair denke, denke ich automatisch an Zuko, ich denke automatisch an Bill und an Jane. Das sind so die... Die kriegt man nicht auseinander. Gehören einfach dazu auch. Mhm. Wenn die nicht dabei sind, fehlt schon fast was. Für wen schreibst du denn am liebsten? Also für welche Figur? Oder welche Figur ist deine Lieblingsfigur zum Schreiben? Ist schwer zu sagen wahrscheinlich. Ist echt schwer zu sagen. Also wenn ich gerade das eine schreibe, dann denke ich, oh, jetzt möchte ich aber auch da wieder für schreiben. Mhm. Und jetzt habe ich da aber eine Idee und jetzt, dann muss ich da aber auch wieder weitermachen, weil dadurch wieder Zeit vergangen ist und man möchte seine Geschichte auch fortsetzen. Also ist ganz schwer zu sagen. Ist das gut fürs Schreiben, wenn du so verschiedene Figuren quasi gleich gut findest, dass du sagst, okay, ich kann mich mal auf den konzentrieren, hab dann aber auch was ich Sätze oder Material für den anderen? Es ist insofern schwierig, als dass ich ja bei allem auf dem Laufenden bleiben muss. Also man muss auch im Kopf das alles ein bisschen auseinanderhalten. Klar kann man immer nachschlagen, aber das ist dann viel Recherchearbeit manchmal, wenn man auf alte Sachen zurückgreift bei drei Serien. Das darf man dann natürlich auch nicht durcheinander bringen, dass John jetzt sein Amulett zieht und dann mit dem Gleiter wegfliegt oder so. Das, dann das sollte nicht passieren. Machen wir auch nicht. Nein, das machen wir nicht. Es ist immer wirklich manchmal stimmungsabhängig oder manchmal habe ich einfach eine Idee oder einen Begriff im Kopf und weiß sofort, okay, das funktioniert jetzt nur bei Zamora oder das funktioniert nur bei Sinclair. Okay, ja. Das ist eigentlich eine tolle Grundlage für kreatives Schreiben, einfach zu sagen, ich kann mich da austoben und wenn mir da was einfällt, was für die andere Serie gut ist, ist es ja auch sehr, sehr schön. Wie ist es denn mit den Gegnern? Was sind denn deine Lieblings... Gegner, deine Lieblingsmonster, es gibt ja mehr als Vampire. Der eine schreibt lieber für Vampire, der andere sagt, nee, es ist eher Werwölfe. Was ist bei dir? Schon die ganz klassischen Figuren, also Ghouls natürlich, durch den ersten Roman, den ich gelesen habe, finde ich fantastisch. Auch, ne? Und ich denke auch mal, jetzt musst du endlich mal einen Ghoul-Roman schreiben. Schon wieder nicht. Jetzt aber und dann wieder nicht, weil eine andere Idee kommt. Vampire finde ich auch toll und da stehe ich auch auf diesen klassischen Grafen im Schloss irgendwie, das hat was, diese 60er-Jahre-Flair, schwarz-weiß, bisschen Nebel. Finde ich auch heute noch super. Skelette, alles so, was man selber wahrscheinlich gruselig finden würde, wenn man es trifft, was aber irgendwie noch greifbar ist. Mhm. Weiß nicht, weil man es so lange kennt oder weil es so bewusst ist. Lieber als irgendein Dämon aus der Hölle, den man vielleicht noch nicht kannte. Ist zwar auch schön, den kann ich dann anlegen, wie ich möchte, aber ich mag die klassischen Figuren eigentlich. Und wenn wir jetzt bei Ghouls sind, da habe ich mich ja damals immer gefragt, ich kannte bis zu John Sinclair, kannte ich Ghouls gar nicht. Ich dachte auch immer, es wäre eine Erfindung von Jason Dark. Aber wo würdest du jetzt die Grenze ziehen oder den Unterschied machen zwischen Ghouls und Zombies? Weil die sind ja durchaus vergleichbar. Ja. Also bei Zombies, fangen wir da an, mag ich sie eigentlich auch, wie sie in den alten Filmen sind, tump, nur auf Fleischfressen aus, stöhnen ein bisschen rum, torkeln. Man kann sich schlecht mit ihnen unterhalten. Also ein Dialog mit einem Zombie ist... eher einseitig, würde ich mal sagen. Ja. Na, wie geht's? Wenn es ihm schlecht geht? Ja, es geht ihm ja auch nicht gut. Wir müssen ja auch ein bisschen Verständnis haben. Aber die Ghouls, zumindest die Ghouls, die aus dem Sinclair-Universum sind, ich denke auch an den Ghoul schlechthin, an Mr. Grimes und auch an so Sachen. Ich kann mich noch erinnern an Totenchor der Ghouls. Ja. Da erinnere ich mich noch an das Tonstudio Braun-Hörspiel mit dem Kind und so dieses. Das war schon dadurch, dass sie halt auch gesprochen haben und so, hatte noch so eine andere, Qualität. Aber so von der Gefährlichkeit ist es so ein bisschen. Ich glaube, Zombies sind so ein bisschen, nicht so greifbar. Die kommen wirklich aus einer anderen Welt, so quasi, also aus dem Boden sozusagen. Wobei die Ghouls. Ja gut, kommen nicht aus dem Boden, aber sind ja oft unter Friedhöfen unterwegs, durch ihre Tunnel holen sich die Leichen. Aber da sie halt auch in Menschenform auftreten können und sich so tarnen können, finde ich sie doch ein bisschen gefährlicher. Sie sind ja auch intelligenter natürlich. Als das stimmt. Aber das fand ich mal das Tolle bei Ghouls ist, dass man doch immer erkennen konnte, ob man einen Ghoul vor sich hat oder nicht, weil sie ja doch immer schön gestunken haben. Ja, ne? Das war immer so dieses, ach, was stinkt denn hier? Hier ist doch ein Ghoul. Oder halt dann mit Parfüm überdeckt. Oder so. Ja, wer hat denn hier den Koffer hingestellt? Nee, das war ein Ghoul, der war gerade noch hier. Mr. Grimes hat gerade noch... Mr. Grimes, ist das jemand, den du gerne schreibst oder den du gerne auferstehen lassen möchtest? Ich weiß nicht, wie es um Mr. Grimes gerade im Moment steht. Also manchmal kommen sie ja wieder. Also auferstehen finde ich immer schwierig. Klar, ich war auch selber Fan und man hängt an diesen Figuren, eigentlich möchte man immer, aber es ist auch schön, was Eigenes und was Neues zu machen, finde ich.
Aber Grimes ist schon eine coole Figur. Da muss ich jetzt auch an das Hörspiel natürlich denken. Diese Szene, wo er die Katze frisst. Oh ja, das dieses Geräusch ist so. Danke, ich habe versucht, das zu verdrängen, aber das ist so. Oh. Tut mir leid. Nee, danke schön. Das gerne. Das ist also so eine geteilte Erinnerung, die man hat mit Leuten, die man gar nicht kennt. So, weißt du noch, damals auf der Kassette, zweite Seite und so. Oh ja, stimmt. Und mein Hörspiel war ja damals die Teufelsuhr. Das war ja auch so ein Klassiker. Hat jetzt ja mit Ghouls nichts zu tun. Aber also Grimes würdest du gerne mal vielleicht auferstehen lassen, wenn du jetzt eine Figur, einen Bösewicht, wenn ja jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt hier jemand hier aus Verlach sagt, hier unsere liebe Britta, unsere Lektorin sagt so, pass auf, Oliver, du darfst dir einen Bösewicht aussuchen, den darfst du wieder auferstehen lassen für einen Roman. Okay. Wer wäre das? Ich glaube, weil ich schon immer einen Ghoul-Roman schreiben würde und der mir jetzt auf dem Silbertablett präsentiert wird von dir, würde ich den fast nehmen. Ja, Mr. Grimes? Er ist schon ganz vorne mit dabei auf der Wunschliste dann, ja. Wie fandest du die Umsetzung in den neuen Hörspielen, als Mr. Grimes gesprochen worden ist von Jochen Malmsheimer? Brillant. War großartig. Genial, ja. Absolut. Ja. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, das war auch ein das passt so sehr von der Stimme her. Also so habe ich mir Mr. Grimes auch immer vorgestellt. Das Problem bei mir war, dass ich Jochen Malmsheimer schon seit vielen Jahren persönlich kenne und dann dachte ich immer so, das war so ein bisschen strange. Aber ich fand halt eben diese Umsetzung der Hörspiele und viele lieben ja auch die Tonstudio Braun Hörspiele, weil sie einfach Teil der Jugend sind. Ja. Bist du irgendwo bei den Hörspielen eingestiegen oder wann war das bei dir? Mit der Edition 2000 bin ich dann eingestiegen. Mhm. TSB kannte ich auch, hatte auch meine Schwester welche. Als ich ein Kind war, bin ich aber nie über das Intro hinausgekommen. Ich bin vor Angst rausgerannt. Das immer gleiche Intro. Ich finde es geil. Ha, ja. Ha. Diese Stufen, die Stufen, diese Orgel. Knarzen. Die Orgel, ja, die Musik. Ich finde die fantastisch. Naja, das löst natürlich halt auch diese ganzen Kindheitserinnerungen aus, die, wenn du über das Intro nicht hinausgekommen bist, das kann schon sehr traumatisierend gewesen sein. Ne? Ja, mittlerweile bin ich dann doch drüber hinaus. Aber damals, weiß nicht, meine Schwester hatte 4 Kassetten. Das war einmal eine von TSB, da weiß ich nicht welche. Dann hatte sie eine von Larry Brent. Oh ja. Die Jenseitskutsche von Diablos. Genau, ja. Dämonenkiller Folge 1. Auch grandios mit Vukuljev, dem Verrückten. Das war auch Europa, glaube ich. Ja, Europa. Ist ja später nochmal aufgelegt worden. Genau, ja. Und die Horrorspinne im Monsterlabor ist, glaube ich, von der Gruselserie auch. Ja, das war die sprechende Stimme von H.G. Francis. Die sprechende Spinne. Ja, genau. Gilt als so ein bisschen nicht ganz so gelungen von dieser wunderbaren Neon-Gruselserie. Ja, aber die kannte ich halt so auszugsweise als Kind. Aber auch da habe ich es immer nicht lange ausgehalten. Und dann, ich bin aber selber großer Hörspielfan. Für mich waren 80er Jahre groß geworden. He-Man, Huibu. Solche Sachen. Die klassischen Europasachen. Ich finde ja die He-Man-Hörspiele, auch wieder H.G. Francis, die sind so ein bisschen unterschätzt. Also man kann, wenn man die heute hört, die machen richtig Spaß, die machen richtig Laune. Sind natürlich total albern, aber das ist nun mal halt He-Man halt. Ne? Das ist ja Peter Pasetti als Skeletor. Also diese Peter Pasetti als Skeletor ist wirklich fantastisch. Ja. Wer da alles mitspricht auch. Ne? Dann Horst Frank und so. Ne? Alle großen Namen von damals. Ja. Also obwohl du eigentlich so viel jünger bist als ich, aber obwohl du halt erst so in den 80ern und 90ern das alles wahrgenommen hast, würdest du dich schon auch als eine Art Kassettenkind auch bezeichnen? Absolut. Ich höre halt auch andere Serien, die es heute noch auf MC gibt, kaufe ich auch immer noch auf MC. Also das da bin ich Purist. Macht dich noch sympathischer als eh schon. Bloß keine Mischsammlung, also nicht MC, CD und dann wieder MC. Das sieht furchtbar aus im Regal. Wenn du mit MC angefangen hast, muss das durchgehen. Solange es geht. Ja, und deswegen finde ich das toll, dass es Hörspielverlage gibt, die auch noch eine MC, die auch noch MCs produzieren. Ich bin ja mehr so diese Generation Vinyl. Ja. Da kannst du mal bei eBay gucken, was so die alten Hörspiele auf Vinyl kosten. Das geht ganz schön ins Geld. Gestern ging bei eBay aber auch eine Kassette für über 600 Euro weg. Welche war das? Das war Charles Lindbergh. Von einem, ich weiß gar nicht, von welchem Label das war, aber die ging für 650 Euro oder so über den Tresen. Also Hörspielfans sind auch schon ganz schön bekloppt, muss man wirklich sagen. Das also ich habe auch so ein paar CDs, aber ein paar LPs und auch ein paar Kassetten, wenn ich da mir angucke, was die bei eBay kosten, denke ich, oh, das ist jetzt das ist meine Rente, die tut mir zur Seite. Genau, ja. Du arbeitest auch gerade an einem neuen Roman. Ja, genau. Da dürfen wir drüber reden. Wir haben uns die Erlaubnis eingeholt. Erzähl doch mal was über deinen neuen Roman, der demnächst in diesem Theater erscheinen wird. Also Arbeitstitel soll sein, Mein ist die Rache. Kann sein, dass der sich dann nochmal ändert, aber damit arbeite ich jetzt erstmal. Und es geht, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, weil sonst ist, John erfährt erst sehr spät im Roman, wer sich denn jetzt rächen möchte. Okay. Wenn ich da jetzt zu viel verrate. Nee, du machst das schön spannend, das finde ich gut jetzt, was du gerade machst. Ja, es ist jetzt schwer, was zu sagen. Also es
handelt um, fangen wir vorne an. John bekommt ein Paket zugestellt und da ist eine Puppe drin. Okay. Eine besondere Puppe, sogenannte Mourning Dolls heißen die. Die gab es in England, 19. Jahrhundert, viktorianische Zeit. Die haben Eltern anfertigen lassen, wenn ihr Kind verstorben war. So als Erinnerung. Wow. War schon, also... Reicht schon. Ziemlich gruselige Figuren. Aber schon, also bei Puppe war ich schon so, ja, alles klar, Puppen, oh, oh. Ja, und er kann da halt erst nichts mit anfangen, dann taucht noch eine zweite Puppe auf. Und bevor du mehr erzählst, warten wir einfach auf den Roman, weil das ist jetzt schon als Teaser schon ziemlich klasse. Wenn das reicht, dann also, sage ich nichts das mehr. Ist auf jeden Fall, auf was ich mich sehr, sehr freue. Mein ist die Rache demnächst der nächste John Sinclair Roman von Oliver Müller. Und ja, wir haben wirklich auch so ein paar Gemeinsamkeiten, nicht nur, dass wir aus dem Ruhrgebiet sind, sondern auch, man sieht das ja auch vielleicht, wir haben den gleichen Stylisten. Und wir sind Sinclair-Fans und Hörspiel-Fans und ich finde es toll, dass du auch weitermachst mit den Romanen. Aber Madrax und Zamora geht auch weiter bei dir. Geht auch weiter, geht auch weiter. Geplant dieses also, Jahr. Also haltet die Ohren und die Augen auf für die nächsten Romane von Oliver Müller. Das war's von uns beim Sinclair Night Talk. Angenehmes Gruseln allerseits und bis demnächst hier auf diesem Kanal.